Fachtagungen HUAU. Ab 2018 wird alles neu. Die Fachtagung Freie Werkstätten und Servicebetriebe steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der kommenden Änderungen. Viele offene Fragen für die Betriebe. Und so beleuchten die zahlreichen hochkarätigen Referenten die notwendigen Anpassungen an die neuen Richtlinien aus verschiedenen Perspektiven und im Detail. Ganz wichtig, die neue amtliche Prüfung HUAU sorgt für mehr Qualität und Verkehrssicherheit auf unseren Straßen und damit indirekt auch für mehr Kontakte, also mehr Geschäft für die Betriebe. Die Betriebe auch nach dem 01.01.2018 weiter beigestellte Prüfungen, also Abgasuntersuchungen an ihrem Prüfstützpunkt machen wollen, die müssen drei Dinge tun. Die müssen sich in die zentrale Datenbank des Kraftfahrzeuggewerbes eintragen. Sie müssen einmal bei einem Institut, zum Beispiel die TACZERT, einen Antrag stellen, ihre Messmittel zu prüfen. Und Sie müssen eventuell, wenn die Geräte, die Sie in Ihrer Werkstatt haben, nicht mehr kalibrierbar, prüfbar sind, neue Geräte bestellen oder zumindest schon Kostenvoranschläge auf dem Tisch liegen haben. Wenn Sie die drei Voraussetzungen erfüllen, müssen Sie sich keine großen Sorgen machen. Trotzdem, zu Fragen gibt es viel. Muss ich meine Werkstatt nachrüsten? Welche Werkzeuge? Welches Kontrollsystem? Wie schule ich meine Mitarbeiter? Die Fachtagung ist dieses Jahr sehr umfangreich. Und es gibt viele neue Themen hier, also besonders diese Themen HUAU, was jetzt alles in Zukunft auf die Betriebe zukommt, das ist halt auf jeden Fall sehr ausgiebig hier erklärt worden. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit die Adresse zum Beispiel, die der Hülstonk hier vorgeschlagen hat, was Betriebe jetzt tun können für die Zukunft, die diese ganzen Richtlinien jetzt aktuell noch nicht erfüllen und jetzt in Zukunft halt erfüllen wollen, ohne reibungslosen Übergang halt gewährleisten. Beispielsweise haben wir ja diese neue AU-Regelung, die neue TÜV-Verordnung, Scheinerveranstaltplatz und so weiter. Und da muss man ja doch irgendwo noch schon, dass man weiterdenken kann und diese Sache schon im Vorfeld abgleichen, als wenn es erst jetzt vor der Tür steht. Wir müssen praktisch vorausschauen, denn Fahrerassistenzsysteme, wie geht das Leben weiter, wie sind die Scheinerveranstaltplätze, was ist da zu gehen, wie sind die Kameras, die praktisch noch auf uns zukommen, die müssen wir uns irgendwo verstehen lernen, weil das Fahrzeug redet mit uns. Wenn Hersteller, wie weit geben die Hersteller uns Reparaturfreigaben, wie weit kommen wir rein in den Hersteller-Server, in den Fahrzeugen, das sind alles Sachen, die uns ja interessieren, ansonsten können wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren keine Fahrzeuge mehr reparieren. Wir wollten uns in erster Linie informieren über die Originalherstellerzugänge in der Diagnose. Und über das DFD haben wir uns informiert und das wollten wir vor Ort nochmal sehen. Wir werden unsere Umbauarbeiten und Verbesserungen der Firma weiter fortführen und nehmen die Informationen euch da mit und gehen da jetzt ein gezielter vor. Der Austausch mit Experten, Lösungsanbietern und auch untereinander mit anderen Inhabern und Führungskräften wird in Würzburg immer besonders groß geschrieben. Vom Problem zur Lösung. Die Fachtagung Freie Werkstätten sorgt als sicher einzigartiges Forum zumindest für Licht im Dschungel neuer Richtlinien.